So, jetzt wünsche ich natürlich euch allen frohe Weihnachten. Nicht wundern, wenn ich heute nicht viel sage. Alle, die sich heute über mich lustig machen, zeigen damit selber, wie erbärmlich sie sind. Und dass sie mit meiner Stärke niemals mithalten werden können. Auch wenn sie jetzt wahrscheinlich erstmal lachen, wird ihnen irgendwann klar, was für schwache Menschen sie eigentlich sind. Macht mich übrigens schon mal drauf gefasst, dass ihr heute sehr arrogant empfinden werdet. Jeder, der hier rumbeleidigt, jeder, der hier Stress macht, jeder, der hier seine kleinen geistigen Eier reinhängen muss, um zu tun, als wären sie riesig, ist ein erbärmliches kleines Stück Würstchen. Und der zeigt auch, dass er nicht mal einen Tag ohne Hass auskommt. Alle, die hier gerade rumbeleidigen, alle, die hier gerade reinschreiben und Scheiße machen und alles, sind erbärmliche kleine Wichte, die nie und nimmer mit meiner Größe mithalten können. Keiner von euch hat nur Ansatzweise, nur den kleinsten. Ihr habt nicht mal so viel Mut und Kraft wie ich in meinem kleinen Finger. Und das ist auch der Grund, warum ich heute nicht banne und warum ich heute keine. Warum ich heute nicht banne und warum ich heute keine. Ich habe Mitleid mit allen, die sich am Weihnachten auch schon wieder mit Hass zupumpen müssen. Euer Leben muss echt erbärmlich sein, wenn ihr sogar an Weihnachten euer Leben mit Hass verbringen müsst. Sagst du nochmal was zu dir und mir? Was soll ich dazu sagen? Sie kam mit den Hatern nicht klar, hat erst mit mir eine Beziehung haben wollen, hat auch zu mir gesagt, dass wir eine Beziehung haben und meinte dann, dass sie das Ganze, dann war sie zweimal bei mir und meinte dann hinterher, dass sie das Ganze nicht packt und dass sie das halt nicht will und nicht kann. Dann habe ich gesagt, okay, gut, verarschen lasse ich mich nicht, weil ich mir verarscht vorkam. Säuft wie ein Loch, ja? Wo ich mir gedacht habe, ich mag Säufer nicht, ja? Kommt mal, das ist schon mal das Erste, ich mag keine Säufer. Ich bin der Meinung, wenn man sich das Gehirn laufen muss, um leben zu können, dann ist es definitiv ein absolutes Scheißdreck. Aber gut, ich habe mir gedacht, okay, ne? Kann man vielleicht irgendwie drüber reden, kann man vielleicht irgendwie ändern? Ich habe mich dann ganz normal versucht, mit ihr ganz normal zu unterhalten, ganz normal mit ihr zusammen was zu machen. Und habe versucht, das Ganze so weit ich konnte, aus dem Internet rauszuhalten, was absolut nicht ging bei ihr. Und ich persönlich habe keinerlei Interesse daran, diese Scheiße jetzt weiter aufrechtzuerhalten. Ich habe dann, nachdem sie meinte, ja, sie hat die Schnauze voll, sie mag das nicht, sie kann das nicht, sie schafft das nicht, habe ich gesagt, okay, gut, ne, ich lasse das. Habe dann gesagt, okay, ich wünsche noch ein schönes Leben, habe sie geblockt, weil ich auf diese Scheiße keinen Bock hatte. Vor allem, dass sie mir alle 2 Tage eine Szene wegen irgendeiner angeblichen Freundin gemacht hat. Das ist voll der Schwachsinn, sowas packe ich nicht. Letzten Endes ist mir egal, was sie macht. Ja? Wenn sie meint, dass ich das Zeug ins Internet machen will, dann soll sie es machen. Das interessiert mich nicht. Wenn sie meint, das Zeug zu veröffentlichen. Das ist ihre Sache, das ist ihre Angelegenheit, nicht meine. Und ich habe auf diesen Käse keine Lust. Schon gleich gar nicht zur Weihnachtszeit habe ich keine Lust, mein Leben im Hass zu verbringen. Ja? Habe ich generell nicht, aber das ist einfach, das geht mir einfach am Arsch vorbei. Und die soll ihr Zeug leben, die soll ihr Zeug machen und der Rest ist mir egal. Ich bin mit Sicherheit kein toller Typ, ich habe extreme Macken. Es ist eine Sache, Sachen zwischeneinander zu klären und eine andere Sache, diese Sachen ins Internet zu tragen. Ich habe es rausgehalten und sie wollte es ins Internet tragen. Was sie jetzt zuletzt mit ihrer komischen Mail da gemacht hat. Wo ich mir einfach nur denke, nö, sehe ich nicht ein. Tanzverbot hatte ich seit 2 Jahren eine Freundin. Ich habe 3 Jahre eine gehabt. Bevor ich. Nein, weil 3 Jahre waren es nicht, oder? Knapp 2,5 Jahre waren es. Ich habe kurz nach der Sache mit Erdbärchen eine Beziehung mit jemandem bin mit jemandem in eine Beziehung eingegangen. Und die ging bis Mitte des Jahres, bis Ende August diesen Jahres. Ja? Also nur mal so nebenbei. Und das glaubt mir keiner. Es ist mir auch egal, ob mir das jemand glaubt. Ich habe es nicht nötig, euch das zu beweisen. Das ist genau das, was ich sage. Ich habe versucht und ich versuche, das Ganze aus meinem Privatleben aus dem Internet rauszuhalten. Ihr wisst nicht ansatzweise das, was ihr zu wissen glaubt. Ja, es sind leider ein paar Sachen von mir aus meinem Privatleben, aus meinem realen Leben veröffentlicht worden und auch veröffentlicht.
aber nicht alles. Und der Großteil davon, was mir wichtig ist, habt ihr absolut keine Ahnung davon. Gott sei Dank. Und so soll es auch bleiben. Und ich kann keine Frau gebrauchen, die dann hergeht und so eine Scheiße macht wie sie. Man kann nicht alles nachlesen über mich. Man kann nur das nachlesen über mich, was A, spekuliert ist, B, schlecht recherchiert ist und C, über mich gelogen wurde. Das kannst du nachlesen. Aber die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit über mich, kenne ich alleine. Und vielleicht ein paar meiner Freunde. Und die sind alle nicht im Internet. Kalt bei dir? Nö, überhaupt nicht. Das soll den Stil von Weihnachten ein bisschen zeigen. Ich stream das seit ein paar Tagen mit dem Scheiß, die sind nicht aufgefallen. Ich brauche jetzt gerade weiter so viel Hass schüren, ich werde mich nicht aufregen. Das sehe ich nicht ein. Das Lustige ist, ihr wisst über mich tatsächlich sogar so wenig, dass ihr nicht mal wisst, was für eine Engelsgeduld ich tatsächlich habe, wenn ich will. Weil ich immer so schnell ausraste. Aber ihr habt nicht die geringste Ahnung, was passiert, wenn ich keine Lust habe auszurasten. Lügner passt zu mir ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Weil, angefangen von meinen ganzen Eskapaden, wo ich mich aufgeregt habe, bis hin zu vielen Sachen, die ich selber erzählt habe. Aber wo ist das Problem? Wenn ich euch anlüge. Ich bin eine Kunstfigur, wenn ich auf YouTube oder im Stream bin. Nicht mehr und nicht weniger. Nein. Eine Witzfigur ist für mich jemand, der an Weihnachten hergeht und anstatt bei seiner Familie zu sein oder anstatt sein Leben mal in Ruhe und in geordneten Bahnen zu chillen, hier bei mir im Stream ist und mich beleidigt. Das ist für mich eine Witzfigur. Findest du nicht? Ich mache heute gar nichts. Heute ist Weihnachten. Nö, keine Weihnachtsmusik, weil ich habe keine Lust auf Weihnachtsmusik gerade. Ich spiele ruhige Lieder, ich spiele entspannende Lieder, ich spiele Lieder, über die ihr vielleicht nachdenken solltet, wenn ihr euch den Text mal genauer anhört. Machst du Videos im Knast? Das ist zum Beispiel schon eine der geilsten Aussagen überhaupt. Was wollt ihr immer mit dem Knast? Wenn ich im Knast sitzen würde, würde ich dann hier sitzen und meine Videos machen? Oder wenn ja auch nur die Situation wäre, dass ich im Knast landen würde? Ja. Und ich wünsche dir, dass du mir im neuen Jahr mal meinen Namen richtig sagst. Ich muss nicht in den Knast. Die Hater behaupten so einen Schwachsinn seit ungefähr 5 Jahren. Mal, ich sei tot, sie behaupten, ich müsse in den Knast. Sie behaupten, ich sei im Schlaganfall gestorben, ich sei im Krankenhaus und wäre keine Ahnung was. Ach komm, hört ihr mal auf das, was andere euch sagen. Benutzt lieber euren Verstand, eure Augen und euren Kopf. Okay, da ihr jetzt die ganze Zeit mit eurem Kindergarten nervt. Ja, ich muss vor Gericht nächstes Jahr. Weil irgendwelche Typen bei mir meinen Zaun fast kaputt gemacht haben und ich dann, als ich vor 10, 15 Leuten stand, die meinen Zaun gefährlich zum Wackeln gebracht haben, ich mich mit Pfefferspray verteidigt habe, weil ich Angst in dem Moment hatte um mein Leben. Ja, genau deswegen muss ich vor Gericht. Fraglich ist nur, was passiert. Ob ich wirklich eine Strafe kriege oder ob die auf den Sack kriegen. Und selbst wenn ich irgendwas kriege, ich habe lediglich mich verteidigt und mein Leben verteidigt. Punkt. Nicht mehr. Am besten einfach Schnauze halten, wenn ihr keine Ahnung habt. Ich habe nicht auf die Polizei gewartet. Aha. Weißt du, ich würde an deiner Stelle mal die Schnauze halten. Ich habe auf die Polizei gewartet, aber manchmal kann man nicht lang genug auf die Polizei warten, bevor irgendwelche Leute Scheiße bauen. Soll ich warten, bis sie mich tatsächlich über den Haufen rennen? Weißt du, du musst einmal in dieser Situation sein und Angst um dein Leben haben. Dann reden wir nochmal drüber, Kollege. Und jetzt halt die Schnauze. Nuklear, das solltest du dir lieber selbst merken. Denn ich habe euch nichts getan. Ich tue euch einen Scheißdreck. Keiner zwingt euch zuzuschauen und ich habe keinen angegriffen. Ich gehe nicht zu euch nach Hause und greife euch an. Es läuft genau andersrum. Folglich frage ich mich, was ihr verdient. Wenn ich das alles verdiene, was verdient ihr dann? Weil ihr macht viel schlimmere Sachen, als ich es je getan habe. Die schlimmste Sache, die ich in meinem Leben getan habe, war meine Adresse veröffentlichen. Die schlimmste Sache, die ihr macht, ist bei mir Fenster einwerfen und was weiß ich noch alles. Sachbeschädigungen in hohem Maße, mehrere hunderte Euro, die ihr nicht nur bei mir, mehrere tausend oder hunderttausende Euro, wie die Sachen mit Polizeieinsatz und alles, die ihr da verursacht. Also frage ich mich, was verdient ihr für eine Strafe, wenn ich das alles verdiene? Merkst du nicht, warum das passiert? Nein, merke ich nicht. Weil ich genug Verstand besitze, dass ich so scheiße nicht mehr abziehen würde. Ich benutze meinen Kopf zum Denken und nicht
was auch immer, meine nicht vorhandenen Eier. Also nein, ich kann das nicht nachvollziehen, warum das passiert. Denn ich bin hier im Stream. Ich rede mit euch, ich kommentiere euch, ich unterhalte mich mit euch. Ihr kommt rein beleidigt. Ihr steht vor meiner Haustür. Ihr seid diejenigen, die hier die Scheiße bauen. Ich sage irgendwas, was euch nicht passt. Das ist aber meine freie Meinungsäußerung und mein freies Recht in Deutschland. Das ist etwas, was ihr nicht versteht. Und ihr macht hier die Scheiße, nicht ich. Egal, was ich sage, egal, ob es euch passt, was ich sage oder nicht. Es ist immer noch meine Aussage, die ich tätige, weil ich es möchte oder weil ich es tätige. Aber nicht euer Recht, mich dafür zu kritisieren oder euer Recht schon gleich gar nicht, mich dafür anzuklagen oder an den Pranger zu stellen. Eigentlich sind wir aus dem Mittelalter raus, aber so wie ihr euch benehmt, sind wir im Mittelalter. Weil ihr nämlich hergeht und mich an den Pranger stellt. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Und im Gegensatz zu euch Loser, die das keine Sekunde aushalten würden, halte ich das seit 5 Jahren aus. Also jetzt erzähl mir irgendwas über Macht und Stärke, Alter. Du hast nicht die geringste Ahnung von Stärke. Und ja, ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz darauf, dass ich 5 Jahre gegen Idioten wie euch überlebt habe. Ringbogenscharf, RBS, wo ist er? Klar, er macht hier und da noch mal Kleinigkeiten, aber wo ist er? Red TV, wo ist er? Oder wie hat er geheißen? Bibelblock, Benedikt oder so. Wo ist er? Was war noch so ein gutes Beispiel? Afrosch, wie hat er geheißen? Der Ami. Wo ist er? So Leute wie Molumbi oder so sind kleine Fische. Waren es auch und werden es wahrscheinlich auch immer bleiben. ABCDEF, wo ist er? Ja, er hat seinen Kanal wieder wahrscheinlich, weil ich noch nicht weiter gelöscht habe. Aber wenn ich wieder weiter lösche, dann verliert er seinen Kanal wieder. Was seid ihr? Was habt ihr für Macht? Ohne mich seid ihr gar nichts. Euer Universum dreht sich um mich und nichts anderes. Ihr verlasst euch auf eure Möchtegern-Intelligenz, auf euer Möchtegern-Existenz. Ihr bildet euch wahnsinnig was darauf ein, was ihr seid und merkt nicht einmal, was für arme Würstchen ihr seid. Heute ist Heiligabend. Ihr kommt hierher in meinen Stream an Heiligabend und macht nur Stress. Ihr könnt nicht mal einen einzigen Tag ohne Hass leben. Ich hab echtes, ohne Scheiß, ich meine es ernst, ich hab echtes Mitleid mit euch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was für ein armseliges Leben ihr haben müsst. Du zockst die User hier ab. Wirklich? Was genau mache ich denn, um die User abzuzocken? Fragen, bettel ich nach Waren? Bettel ich darum, dass die Leute meinen Merch kaufen? Bettel ich darum, dass die Leute abonnieren? Jeder andere YouTuber, jeder andere Streamer, über die kannst du das gerne erzählen. Abonniert mich, teilt mich, liked mich, kauft mein Merch, bla 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 bla. Ich habe in den letzten 2 Jahren kein Video gesehen, bis auf ein paar Gaming-Sachen, in denen nicht und meistens sogar in den Sachen, bei zum Beispiel German Let's Play oder so, immer kauft mein Merch, hier mein neues Merch, bla bla bla. Immer, die ganze Zeit. Was genau tue ich dafür, dass ihr mein Merch kauft? Außer ab und zu mal sagen, hey, übrigens, da ist mein Merch. Ich sage euch vor allem auch nicht, dass ihr die ganze Zeit Barren raushauen müsst, was eigentlich jeder andere Junior oder viele andere Junior macht. Also komm mir nicht mit, aber du zockst die User ab. Denn ich bin der Einzige in Deutschland oder einer der wenigen in Deutschland, der das genau nicht macht. Ich bin nicht derjenige, der euch Sachen klaut und die dann hinterher irgendwo veröffentlicht, um ein paar Mäuse zu machen. Das ist so wohl eine der dümmsten Aussagen, die ich heute gehört habe. Ganz im Ernst. Klar, meine Sachen sind verlinkt in der Videobeschreibung oder auch hier auf YouNow oder halt auch hier in diesem Banner. Danke übrigens fürs Abonnieren. Willkommen bei den Drachis. Aber ich bin der letzte Mensch in Deutschland, der hergeht und die ganze Zeit um Abos und Likes bettelt. Ihr habt immer noch, nach all den Jahren, habt ihr nicht verstanden, dass Macht nicht bedeutet, dass man zu Hunderten oder zu Tausenden irgendwo auftaucht. Aber was wahre Stärke ist, werdet ihr nie verstehen. Das können Menschen wie ihr gar nicht verstehen. Ich bin überhaupt kein Abzocker. Wir werden schon sehen, wer irgendwann mal am Ende dasteht und lacht. Ich habe euch vor 5 Jahren gesagt, dass ich weiterhin da sein werde, auch wenn Regenbogenscharf längst nicht mehr da ist. Was ist? Das ist genau das eingetreten, was ich gesagt habe. Wie wär's mit Wahrsager, Lord? All das bin ich, all das ist etwas, was zum Teil meines Wesens gehört. Und im Gegensatz zu vielen anderen Menschen leugne ich nicht, wer ich bin. Ja, das bin ich im Internet, weil ich mir was darauf einbilde, dass ich mich so lange Zeit gegen euch behaupten konnte. Und ich bin der Meinung, dass ich das auch verdient habe.
Mir hat gerade jemand bloß Weihnachtsgrüße geschickt, die habe ich gerade beantwortet. Das war kein Abonnent. Ihr solltet echt mal wegen auf die Texte der Lieder hören, die ich spiele. Ich spiele in erster Linie heute, die zum Nachdenken anregen sollen. Die vor allem Ruhe, Frieden und vor allem Kraft ausstrahlen. Schlagerlord, was dagegen? Ich mag Schlager. Und es ist außerdem mehr Pop als Schlager. Heute wird auch niemand gebannt. Was zur Hölle, 20.000 Likes. Vielen, vielen lieben Dank an die Mobbing. Das sind keine Mitleidsbarren. Das sind Barren von Menschen, die verstehen, dass man nicht immer sein Leben mit Hass verbringen muss. Ganz ehrlich, Mitleid. Ich weiß nicht, was ihr generell mal, für Probleme habt, was das Schlimme an Mitleid ist. Mitleid ist etwas, was den meisten Menschen fehlt. Vor allem den Menschen, die hier heute so eine Scheiße bauen. Also es wäre nicht schlecht, wenn ihr mal etwas mehr Mitleid empfinden würdet. Mitleid bekommt der Obdachlose am Bahnhof von mir und mal einen Döner. Aber bei dir Mitleid, niemals. Ich habe nie gesagt, dass du mit mir Mitleid haben sollst. Ich sag dir Mitleid haben. Empathie empfinden. Aber Empathie empfindest du nicht. Weil sonst wärst du nicht hier. Sonst würdest du mir hier nicht auf die Nüsse gehen. Und genau das ist der kleine, aber feine Unterschied zwischen Verstand und dumm. Es ist deine Lebenszeit, die du damit verschwindest, nicht meine. Ich habe hier genug, die mich unterstützen und die frisch zu mir sind. Also habe ich es nicht nötig, meine Zeit nur mit dir zu verschwenden. Ich verschwende meine Zeit überhaupt nicht, weil ich sie gerne mit den Leuten, die hier sind, verbringe. Ob sie nun freundlich sind oder nicht. Das ist der Unterschied zwischen dir, einem Idioten, der nichts macht, und mir, jemandem, der Verstand besitzt und weiß, was Empathie bedeutet. Shut up and fake no money. Guy, please go. Let me alone. Junge, T kein F. Nächstes Jahr drücke ich dir einen Huni. Oh Gott, bitte nicht. Übertreib's bitte nicht so. Vielen Dank, Planet. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wahnsinniger. Weil ihr übrigens vorhin erzählt habt von wegen, ja, Drache, du isst dir zu Weihnachten ins Cordon Bleu. Schaut das aus wie Cordon Bleu? Dazu gibt's dann schöne Klöße und eine Soße. Ob ich es akzeptabel finde, dass Tiere für mich sterben müssen? Ich sag's mal so. Ich bin damit aufgewachsen, dass man Tiere hat, die geschlachtet werden und gegessen werden. Ich bin damit seit ich ganz klein bin aufgewachsen. Und ich versuche immer, wenn es möglich ist, Fleisch zu kaufen, was vom Metzger ist, was nicht direkt das Ding ist. Das haut natürlich auch nicht immer hin, aber ich versuche nach Möglichkeit, keine Großhandelsprodukte zu kaufen. Aha, ja, ist klar. Weißt du, mach's erstmal besser, bevor wir reden, ne? Ich habe kein Problem damit, vegetarisch zu essen oder vegan zu essen. Also ja, ich habe schon mal eine vegane Schokolade probiert. Ein Kumpel von mir, oder besser gesagt, ein ehemaliger Kumpel von mir ist vegan. Aber ich liebe Käse und so weiter viel zu sehr, als dass ich ganz darauf verzichten möchte. Aber ich habe kein Problem damit, wenig Fleisch zu essen oder kein Fleisch zu essen. Jesus am Weihnachten allein sein, kann man sich vorstellen. Alleine. Ich bin nicht alleine. Naja, wenn das Gasfaser da ist, leckt es hoffentlich gar nicht mehr. Am 9. Januar angeblich. Oder so gegen so Mitte Januar soll es angeblich kommen. Aber vermutlich wird es nochmal verschoben. Ich weiß nicht, was da zurzeit los ist. Ja, das erste Weihnachten ohne Eltern ist irgendwie. Naja. Wisst ihr, für mich war immer wichtig, anderen Menschen Kraft zu geben. Ich wollte immer, dass andere Menschen nicht leiden müssen. Und ich hoffe, dass ich zumindest halbwegs ein bisschen was erreicht habe in die Richtung. Weißt du, dass du nicht verstehst, was ich sage, ist mir schon klar. Vermutlich hockst du gerade zu Hause im Wohnzimmer und schaust den Stream, während Mami in der Küche kocht, Papa den Baum schmückt, deine kleinen Geschwister um dich rumwuseln und bist wahrscheinlich gerade extrem glücklich. Du kannst nicht nachvollziehen, wie es ist, wenn man Schmerz erleidet. Aber, und es tut mir wirklich leid, wirst du aber irgendwann erleben. Ganz ehrlich, dann verstehst du vielleicht, was wir hier erzählen oder was wir hier gesagt haben gerade. Weil dann wirst du an uns denken. Deine Situation ist doch selbst schuld. Genau, ich habe meinen Vater umgebracht oder was? Hast du noch alle Waffen an der Latte, Alter?
Dass die Menschheit so von Hass zerfressen ist, tut echt weh. Die Hater finanzieren mir gar nichts. Im Gegenteil, die Hater versuchen mich mit aller Macht daran zu hindern, Geld zu verdienen. Es läuft nämlich genau so rum und nicht anders. Und ich tue kaum was dafür, dass ich mehr verdiene. Könnte, wenn ich wirklich darauf anlegen würde. Aber Geld ist nicht alles im Leben. Mit Geld kann man sich auch was kaufen. Und das, was mir wichtig ist, kann man sich nicht mit Geld kaufen. Denk mal drüber nach. Das ist echt lächerlich. Dass ich nichts für das Ganze tue und es trotzdem schaffe, etwas zu erreichen. Und dass ihr alles dafür tut, dass ich es nicht schaffe. Alles dafür tut, dass ich klein bleibe. Das ist nämlich der wirkliche Witz daran. Denn ihr versagt jedes Mal aufs Neue. Und ich, ohne dass ich was dafür tue, habe Erfolg. Warum schauen mir denn bitte an Heiligabend 212 Zuschauer zu? Ihr behauptet immer, ich habe alles den Hatern zu verdanken. Nein, die Hater versuchen mich klein zu halten. Der Witz ist, all diese Zuschauer habe ich nur, weil es so viele Menschen da draußen gibt, die so viel Hass empfinden. Natürlich ist nicht jeder, der hier zuschaut, ein Hater. Aber einige. Und der Witz daran ist, ich habe euch zwar nichts zu verdanken, weil ich versuche mich klein zu halten, aber unbewusst sorgt ihr trotzdem dafür, dass es alles aufgrößer wird. Es ist totaler lächerlicher Witz eigentlich, dass ihr immer versucht, mich fertig zu machen und sowas davon scheitert. Wenn ich wirklich mal was drauf anlegen würde, wenn ich wirklich mal versuchen würde, was zu schaffen, was zu erreichen, dann würdet ihr ganz schön blöd aus der Wäsche schauen. 200 Leute, die dich beleidigen, toller Erfolg. 200 Leute, die mich beleidigen, es sind mehr als 6 Leute hier drinnen, die mich nicht beleidigen. Außerdem, wie viele Leute schreiben denn gerade im Chat? Ich sehe im Chat etwa 10 Leute, vielleicht 15 Leute, die schreiben. Plus, minus. 10 Leute von 101 Personen. Du hast nur Hater, du hast so viele Leute, die dich hassen. Ich habe 200 Zuschauer, von denen 20 schreiben, von denen ungefähr 10 Leute mich beleidigen und 10 Leute freundlich sind. Gute Statistik, Leute. Der Witz ist, viele, die hier nicht schreiben, schreiben nicht deswegen, weil sie, keine Ahnung, keinen Account haben oder so, sondern viele, die hier drinnen sind und nicht schreiben, schreiben aus dem Grund, weil sie keinerlei Interesse daran haben, sich mit dieser Scheiße auseinanderzusetzen. Und die sind auch keine Hater. Das sind einfach Zuschauer, Punkt. Das wollte ich übrigens, ich habe auch überlegt, ob ich das als Video bringe. Denkt mal drüber nach, ja. Es gibt so eine ganz bekannte Aussage jetzt, glaube ich, aus dem 20.08., wo jemand so gefilmt hat, wo dann die Leute hinten so am Wald entlang laufen und so, der Hate schrumpft. Wie viele Leute waren am 20.08. hier? 500, vielleicht 600 Leute? Wie viele Abonnenten habe ich? 80.000? Oder zu dem Zeitpunkt 76.000? Aber 800 Leute, sagen wir mal 1.000 Leute, zu 67.000? Nee, 76.000? Ja, sind auf jeden Fall mehr Hater als Zuschauer. Ihr seid Witzfiguren. Die Hater sind Witzfiguren. Nichts anderes. Und es war nie anders. Wie war das mit den 80.000? 3-4 Mal und vielleicht auch jetzt nochmal bin ich immer unter die 80.000 wieder gefallen. 3-mal oder 4-mal. Wie weit bin ich unter die 80.000 gefallen? 2.000? 4.000 Abos? Zu über 70.000 Abos? 4.000 oder zu über 80.000 Abos? 4.000 Abos zu fallen? Ja, das ist auf jeden Fall die Mehrheit der Zuschauer. Auf jeden Fall. Ich bin ein Sonderschüler, ich bin schlecht in Mathe. Aber ich glaube, dass ich besser in Mathe bin als ihr. Ich erkenne, dass 80.000 Abos, die auf 75 oder 76.000 runterfallen, immer noch mehr Zuschauer sind oder mehr Fans sind oder eine Mischung aus Zuschauern und Fans sind, als es Hater gibt. 1.200 plus Zuschauer auf YouTube. Ja, 1.200 Zuschauer auf YouTube gegen 80.000 meiner Abonnenten. Denkt drüber nach. Ich habe auf YouTube über 80.000 Abos. Und ihr habt 1.200 Zuschauer. Herzlichen Glückwunsch. Es sind 1.200 Hater, die hier nur auf YouTube zuschauen und nicht auf YouNow. Es sind über 1.200 Hater. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt bewiesen, dass ihr weniger Haters seid, als ich Zuschauer habe. Abos hast du verdammt wenig Views. Was? Ich habe zwischen 20.000 und 40.000 Views. Ich habe im Monat über 1,5 Millionen Views. Wie viele Dislikes sind auf deinen Videos?
das ist auch wieder so ein Käse. Meine letzten zwei Videos haben knapp 300 Dislikes. Mein drittes Video, was ich gestern hochgeladen habe, hat 600 Dislikes. Das Video davor hat 980 Dislikes. Das Video davor hat 1094 Dislikes. Das Video davor 2878 Dislikes. Und das sind jetzt trotzdem immer noch im Vergleich zu 80.000 Abonnenten. Mein Song Ulu, mein neues Musikvideo, mein neuester Song aktuell, wo ich hochgeladen habe, der hat 115.000 Aufrufe. 115.000 Aufrufe. Hat 3.200 Likes und 7.728 Dislikes. Bevor der Typ jetzt gleich wieder reinkommt, der Gullideckel. Ich habe ihn kurz gebannt und wieder entbannt, damit er das Abo verliert. Weil sowas braucht man ja das Abo haben. Also ich habe ihn wieder entbannt. Nicht, dass es hinterher heißt, oh, das war der Lügner, also du hast gesagt, du bannst niemanden. Ja, stimmt, habe ich auch nicht. Ich habe ihn nur kurz gebannt, damit er sein Abo verliert. Weggenommen, das war's. Ich habe heute nicht vor, Leute zu bannen, weil Weihnachten ist, wenn so jemand wie Gullideckel sein Abo verliert. Ich habe ihn nochmal rausgehauen, ich weiß nicht, ob er jetzt sein Abo verliert, aber es wäre gut, wenn er sein Abo verliert. Also so jemanden möchte ich nicht haben hier drin. Ich schaff's nach 5 Jahren nicht mehr, dass deine Videos besser werden. Ich bin aber nach 5 Jahren auch immer noch vorhanden. Und ich schaffe auch nach 5 Jahren immer noch meine Videos. Richtig asozial. Ja. Aber die haben ja auch schon behauptet, ich hätte mich umgebracht, und die haben auch schon behauptet, ich sei tot und was weiß ich noch alles. Also, boah, ganz im Ernst. Ich habe vor 3 Jahren behauptet, ich sei tot, das ist richtig. Aber ich habe das behauptet, nachdem Leute zum bereits 2. oder sogar schon 3. Mal Sachen über mich verbreitet haben und ins Internet gestellt haben. Damit wollte ich lediglich zeigen, wie absolut unschön sowas ist und absolut unlustig und asozial das ist. Kurzum. Das sollte ein abschreckendes Beispiel sein, was tatsächlich auch gewirkt hat. Das hatte damals lediglich den Sinn gehabt, meinen Tod zu faken, in dem Sinne zu faken, weil ich damals zeigen wollte, wie asozial diese Aktion ist. Kurzum, ich habe lediglich auf etwas reagiert, was Leute über mich gemacht haben. So wie ich es schon immer getan habe. Mit dem Account-Channel hat er es den Hatern schließlich auch gezeigt. Genau, das war auch so eine Aktion. Das habe ich auch gemacht, um den Leuten zu zeigen, dass es mir scheißegal ist, ob ihr seht, was ich mache oder wie ich nackt bin oder sonst was. Weil es letztlich scheißegal ist. Und jetzt, der Witz daran ist, jetzt machen sich die Leute darüber lustig, dass ich sage, ja, alle Menschen sind nackt durch die Welt gekommen. Da haben sie jetzt ein Meme draus gemacht, soweit ich das mitgekriegt habe. Wie lächerlich ist das bitte? Grüße auf YouTube, ja? Grüße gerne. Und an euch lächerliche Witzfiguren, die meine Streams auf YouNow oder auf YouTube posten. Ja, es ist sehr lächerlich, was ihr auf YouTube macht. Und ob ihr jetzt 200 oder 500 Zuschauer habt, oder 1000 oder 2000 Zuschauer, ihr kommt trotzdem nicht an die Leute ran, die ich als Abos habe. Und ihr kommt trotzdem nicht an die Masse ran, die ich tatsächlich als Zuschauer habe. Weil ihr keinerlei Rechte an meinem Content habt, egal wie persönlich und öffentlich ich bin. Keinerlei Rechte, laut AGBs in YouTube. Habt ihr keinerlei Rechte, die Sachen anderer User oder anderer Leute hochzuladen. Das ist so, Fakt. Und ich habe schon 50 Accounts von euch löschen lassen und löschen lassen können. Ich kann auch weitere 50 löschen und ich kann auch weitere 100 löschen. Das kostet mich kaum mehr als ein müdes Klicken mit der Maus. Aber ich muss wirklich einer der geilsten Menschen auf der Welt sein. Wirklich einer der geilsten Menschen, die es gibt, dass so viele Leute meinen Content schauen. Egal, was ihr auf YouTube irgendwelche Kommentare schreibt. Keiner von euch kommt auch nur ansatzweise an meine Geilheit ran. An dem Punkt, an dem ich bin, an meiner Macht, an meiner Größe. Ihr seid kleine Lichter und nie werdet ihr mehr sein. Was ist das für ein Song? Was für ein Song ist, Alter? Das ist Ulu von Drachenlord. Also von mir. Dachte, du heißt nicht mehr Drachenlord. Lülülü. Nein, ich heiße nicht Drachenlord. Ich heiße Rainer oder Drache. Aber mein Künstlername bzw. meine Kunstfigur heißt nach wie vor Drachenlord. Übrigens, es ist niemandem aufgefallen. Ne? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hab das Bild geändert. Ist gar keinem aufgefallen. Boah, fuck, ihr übertreibst jetzt so. Dankeschön. So, dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Nacht, einen schönen Tag, einen schönen Feierabend. Haut rein, bis dahin, euer Drache und ciao. Und frohe Weihnachten. Aber ich liebe Leute.